In diesem Video soll es darum gehen, wie man mit Hilfe des Programms CMap Tools eine Konzeptmap erstellt, wobei die Begriffe in diesem Fall jetzt schon vorgegeben sind. Zu dem eigentlichen Fenster, in dem die Konzeptmap dargestellt wird, gibt es einen weiteren Dialog, der Dialog Stile, der dafür da ist, das Aussehen hier drin zu verändern. So, diese Begriffe sind schon vorgegeben und die kann ich, indem ich sie anklicke, an eine beliebige Stelle bewegen. Jetzt habe ich zum Beispiel hier Begriffe Fell und mit diesem Begriff Fell will ich vielleicht anfangen und will sagen, eine Katze hat ein Fell. Also stelle ich das mal hier runter und der Satz lautet ja, eine Katze hat ein Fell oder Fell gehört zu einer Katze. Ich will mal schreiben, Katze hat ein Fell und dann ziehe ich hier oben von dem Begriff Katze einen Pfeil hin zu Fell. Dann erscheint hier in der Mitte mit mehreren Fragezeichen ein Bereich, in dem ich jetzt diesen Begriff oder diese Verbindung eintragen kann. Also zum Beispiel Katze hat ein Fell. Ich tippe einfach und kann dann zur Seite klicken. Bei Return wird eine neue Zeile eingefügt. So, auch die Maus hat ja ein Fell. Und jetzt könnte ich ihm die Maus mal hier hinschreiben. Ich klicke also wieder hier oben das Symbol an, ziehe es zu Fell rüber, klicke doppelt auf die Fragezeichen und schreibe ebenfalls hin, hat ein. Jetzt kann ich etwas weiteres einfügen, zum Beispiel die Katze frisst ja die Maus und dann könnte ich also von Katze aus hier rüber schreiben, frisst die Maus und so, dann ist das jetzt allerdings ein bisschen eng und damit das symmetrisch ist, ziehe ich mal die Maus ein bisschen zur Seite, den Begriff hier in der Mitte kann ich also auch anfassen und verziehen, egal wohin ich hier den Verbindungsbegriff oder diesen einzelnen Begriff hier ziehe. Die bleiben also untereinander verbunden. Und so kann ich also weitere Sachen auch verbinden. Zum Beispiel könnte ich jetzt hier schreiben Tier. Da passt zum Beispiel dann auch der Elefant dazu, weil die Katze ist ja ein Tier. Na? Aber auch die Maus ist ein Tier. Und natürlich auch der Elefant ist ein Tier. So, und da habe ich bereits jetzt einige Beziehungen hergestellt. Vielleicht gerade noch ein paar Informationen. Zum Beispiel, ich könnte jetzt hier diese drei oberen Begriffe, wenn sie zusammenbleiben sollen in diesem Zusammenhang, vielleicht bewegt werden sollen, dann kann ich das machen, indem ich mit der linken Maustaste an eine Stelle klicke, wo ich anfangen kann, das Ganze zu markieren. Jetzt halte ich die Maus die ganze Zeit gedrückt und lasse dann los und dann habe ich alles hier markiert und kann das dann bewegen und alles, was hier jetzt blau markiert ist, wird also mitbewegt. Eventuell könnte ich sogar auch hier die Verbindungsbegriffe markieren, dass die also so mitbewegt werden. So. Nehmen wir mal noch den Mann dazu. Zum Beispiel könnte ich dann schreiben, der Mann mag die Katze, aber umgekehrt ist es auch so. Also auch die Katze mag den Mann. Und dann müsste ich im Prinzip dafür sorgen, dass ich das auch andersherum lesen kann. Also zum Beispiel Katze und dann Pfeil in die Richtung zum Mann. Und dazu klicke ich diesen Teil der Linie an und gehe hier in dem Stildialog auf Linien.
Und jetzt geht es hier darum, dass ich eine Pfeilspitze hinsetze. Und wenn das nicht so, wenn man da nicht so sicher ist, kann man erstmal ein bisschen probieren. Wichtig ist, dass jetzt hier die Linie erscheint, die Pfeilspitze erscheint. Und da die jetzt aber in die falsche Richtung zeigt, muss ich hier diese Richtung umkehren und dann habe ich eben Katze mag Mann und Mann mag Katze. Und genauso gehe ich dann eben weiterhin vor, um das Ganze insgesamt noch zu verbinden. Und man kann dann ja alle nötigen Verbindungen oder die einem da einfallen, vornehmen. Man muss nicht irgendetwas erfinden. Wichtig ist, dass man eben alles möglichst irgendwie einbindet. Es sollte eigentlich schon alles irgendwie verbunden werden. Wenn euch zu einem Thema noch ein weiterer Begriff einfällt, ja doch, den ihr da unbedingt drin haben wollt, weil eurer Meinung nach er einfach dazugehört, dann könnt ihr das durchaus machen. Man macht das einfach, indem man dann zum Beispiel einfach Doppelklick drauf und dann kann man einen neuen Begriff erstellen, wie zum Beispiel Hase. Und dann kann man den mit den anderen verbinden. Also zum Beispiel, der Hase ist natürlich auch ein Tier. Und der Hase hat auch ein Fell. Was jetzt hier natürlich auffällt, ist, dass das Ganze so ein bisschen unübersichtlich ist. Das heißt, man sollte vielleicht versuchen, die Begriffe so ein bisschen zu bewegen und besser anzupassen, dass das einigermaßen übersichtlich ist. So, hier haben wir jetzt einen Pfeil zu viel und dann sorgen wir mal dafür, dass die Pfeilspitze weggeht, weil es geht ja nur in diese Richtung, Richtung Fell. So, und dann habe ich das Ganze miteinander verbunden. Käse fehlt noch, müsste ich halt auch noch machen. Diese anderen Sachen, die ich hier noch habe, an Möglichkeiten, die Schriftart zu verändern von einem Begriff, den ich zum Beispiel für sehr wichtig halte, könnte ich zum Beispiel hier so als Zentralbegriff den Begriff Tier hervorheben oder auch eine größere Schriftart verwenden, dass man halt sieht, das ist so eines der zentralen Begriffe in dieser Konzeptmap. Soweit zum Erstellen und zum Verändern und Anpassen. Weitere Informationen zum Abspeichern und Abgeben kommen später.